In diesem Video geht es um das Thema Ringe. Um dieses Video zu verstehen, wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr entweder wisst, was eine Gruppe ist, oder wenn ihr euch zunächst mal mein Video zum Thema Gruppen anschaut. So, wie im Video zum Thema Gruppen gibt es eben auch für die Ringe wieder eine bestimmte Verknüpfung über einer Menge, beziehungsweise in dem Fall sind es sogar zwei Verknüpfungen. Und zwar haben wir unsere Menge R und da gibt es sowohl die Verknüpfung mit Plus, also eine additive Verknüpfung, als auch die Verknüpfung mit Mal, die multiplikative Verknüpfung. Bei den Gruppen war es ja entweder oder, hier gibt es jetzt beides. So, und jetzt gibt es eben auch wieder, analog wie bei den Gruppen, verschiedene Ringaxiome, die erfüllt sein müssen, damit wir eben von einem Ring sprechen können. Und zum einen ist das, dass die Gruppe von R mit der Verknüpfung Plus, die soll eine abelsche Gruppe sein. Nochmal kurz zum Ton durchschreiben, was denn erfüllt sein muss, was das heißt. Das heißt, wenn ich A plus B plus C habe, ist das dasselbe, wie wenn ich A plus B plus C habe. Erstes Gruppenaxiom, die Assoziativität. Dann das nächste war, dass es ein neutrales Element gibt, in dem Fall eben das Nullelement, was ja die Addition ist. Das heißt, A plus 0 ist dasselbe wie 0 plus A und das ergibt A. Dann die dritte Bedingung, die wir hatten, damit es eine abelsche Gruppe ist, es gibt ein Inverses, das wäre in dem Fall minus a. Das heißt a plus minus a ist gleich minus a plus a. Und da soll das neutrale Element rauskommen und das war ja hier die 0. So, wobei natürlich a, b, c, das sind alle Elemente von unserem R. So, und die Gruppe soll außerdem abelsch sein, also das würde schon genügen, dass es eine Gruppe ist. Damit es abelsch ist, muss ja auch noch die Kommutativität gelten, das heißt a plus b ist dasselbe wie b plus a. So, also das war unser erstes Ringaxiom. Dann, was muss noch gelten? Es muss gelten, dass für R und mal gilt, das nennt man, das ist dann eine Halbgruppe, heißt im Prinzip dann einfach, wenn ihr rechnet a mal b, also dass die Assoziativität gilt, mal c ist dasselbe wie a mal b mal c. Und außerdem sollen auch noch die Distributivgesetze gelten. Und zwar, das ist jetzt das Neue, also Distributivgesetze. Das heißt, dass a mal b plus c, das soll dasselbe sein wie a mal b plus a mal c, einfach so wie ihr das ausklammern könnt. Und andersrum a plus b mal c ist a mal c plus b mal c für alle Elemente, die in unserem R drin liegen. So. Dieses Nullelement nennt man hier übrigens, jetzt habe ich schon gesagt, diese Null, die nennt man hier nicht nur neutrales Element, sondern auch Nullelement, wenn sie in einem Ring drin ist. Also das hier ist das Nullelement. Und ein Ring muss jetzt nicht kommutativ sein, das wäre jetzt dann wieder eine Zusatzbedingung. So wie bei den Gruppen, da hatten wir auch die abelsche Gruppe. Und Ring nennt man dann nicht abelschen Ring eigentlich, sondern der heißt einfach kommutativer Ring. Also, jetzt haben wir den kommutativen Ring. Da gilt eben, dass wenn ich zwei verknüpfe, also wenn ich A mit B verknüpfe, ist das dasselbe, wie wenn ich B mit A verknüpfe. Also dann bezüglich allen Verknüpfungen, die eben im Ring vorkommen. Das heißt, dass er kommutativ ist. Und dann gibt es noch den Ring mit dem sogenannten 1-Element. Das ist keine Bedingung, also 1-Element, und das ist auch was Besonderes, nennt man dann Ring mit 1. Das heißt, dass diese Gruppe mit dem Mal, die ich hatte, diese Halbgruppe, die hat ein neutrales Element 1. Und zwar folgendermaßen, dass dann eben a mal die 1 dasselbe ist wie 1 mal a und das soll eben a ergeben. Allerdings manche Professoren oder so, die definieren das sogar so, dass der Ring immer das 1-Element haben soll.
Also da schaut am besten nochmal nach, wie es bei euch definiert wurde. Allgemein ist es so, dass das keine Bedingung ist, damit es ein Ring wird, aber das ist nicht so ganz einig. So, dann haben wir eigentlich alles, was wir für die Ringe brauchen. Ich würde sagen, machen wir mal ein paar Beispiele, damit das Ganze wieder anschaulicher wird. Fangen wir mal wieder mit unseren ganzen Zahlen an. Wir hatten ja, dass die bezüglich der Multiplikation keine Gruppe sind. Kann es dann trotzdem ein Ring sein, weil da kommen ja Multiplikation und Addition vor. Schauen wir es mal an. So, dann haben wir A, B und C. Ist ein Element von Z. Also Bedingung 1, die ganzen Zahlen bezüglich Plus, die sind eine abelsche Gruppe, das habe ich im Video zum Thema Gruppen gezeigt, also das ist erfüllt. So, nächste Bedingung, es soll die Assoziativität gelten bezüglich Mal. Also wenn ich jetzt A mal B mal C habe, ist das dasselbe wie A mal B mal C. Gilt auch in den ganzen Zahlen, ist also auch erfüllt. Dritte Bedingung, unser Distributivgesetz, also A mal B plus C. Klar, wir können ausmultiplizieren in den ganzen Zahlen, dann erhalten wir da AB plus AC. Passt also. Andersrum, A plus B mal C können wir genauso ausmultiplizieren, ist AC plus BC, passt auch. Distributivgesetz erfüllt. Das heißt, die ganzen Zahlen Z sind also ein Ring. So, sind sie vielleicht sogar ein kommutativer Ring? Schauen wir es uns mal an. Wenn wir die A plus B hätten, ist das dasselbe wie B plus A. Das gilt. Wenn wir A mal B hätten, ist das auch dasselbe wie B mal A. Also erfüllt beide Verknüpfungen, sind also kommutativ, ist erfüllt. Damit haben wir einen kommutativen Ring. So, und jetzt die dritte Bedingung, das mit dem 1-Element. Haben wir auch noch ein 1-Element in Z? Ja klar, das ist einfach nur die 1. Dann haben wir A mal 1, ist ja für alle ganzen Zahlen dasselbe wie 1 mal A, ergibt A. Das heißt, also auch erfüllt, wir haben sogar einen Ring mit 1. Also sind die ganzen Zahlen ein kommutativer Ring mit 1.